So, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Ormsi mit mir, den Sachsen-Let's Player. Und ja, es regnet, es ist dunkel und es ist noch nicht mal so die Uhrzeit. Es ist eigentlich 15 Uhr. Ich meine, wenn man das mal so kurz auf 21 Uhr so umstellt, das dauert ein klein wenig. Ja, in der Nacht und es shift. Und ich würde sagen, wir fahren die Linie 109 zurück, und zwar hier vom Altersdorf zum normalen Bahnhof. Natürlich mit der Karre, einfach weil wir es können. Und dann würde ich sagen, nee, halt, das war das Falsche. Fahrplan auswählen, 109, Umlauf. Ja, um 22:07 geht es dann erst weiter. 65101. Wählen wir uns den ganzen Spaß gleich mal aus. Nein. Nein. Zack. 65101. Fahrt in 27 Minuten, bestätigen, bestätigen, so, in 27 Minuten, was habe ich dann, halt, sollen wir kurz machen? Ja, wunderbar, um 22:27 Minuten müssen wir jetzt dementsprechend noch vorspulen. Also 22 Uhr, kurz auf 0, so 6 Minuten dem, halt, 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 halt. So, minus 3,9, da würde ich sagen, an mit der Karre. Beziehungsweise erstmal hier, Türen sind ja eh alle geschlossen. Und dann machen wir jetzt noch den Motor an. N. So, machen wir hier alles ein bisschen wärmer, die Kartusche. So, 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 dann gucken wir mal hier, du, zack. Bla, bla, bla. Heizung, Lüfter. Das. 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 Gut, und dann denke ich mal, läuft das alles hier? Zack, zack. An. Und los geht die ganze Fahrt hier. Lösen. Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich kaum. Gesamtbereich sind wir dann bei 370. Warte mal. Ein bisschen besser machen wir. Bitteschön. Bitte einmal Gesamtbereich. Ja, Gesamtbereich, bitteschön. Gesamtbereich, bitteschön. Was haben Sie mir jetzt gegeben? 3,70. Also, das Wechselgeld stimmt so aber überhaupt nicht. Bitte schön, läuft durch! Ja, Günther, wie gesagt, du gefällst mir nicht mehr, Günther. Hab ich dir aber sicherlich schon erzählt. Bitte schön. Bitte einmal Nahbereich. Der Nahbereich, da wären es bei Ihnen bitte 1,40. Bitte schön. Da sind wir jetzt die 2 Minuten im Minus. So, da kann man Gas geben, die werden uns so oder so abhanden kommen. Gott sei Dank ist das ja nicht enge. Es geht nur links rum. Ja, bleibt mal schön gechillt hier. Ich sehe auf der Platte gar nicht. Ja, wir haben extremsten Regen. Man sieht es gegebenenfalls. Eieieiei. Und dann ist es jetzt auch noch schlimme 20, was habe ich gesagt, 22 Uhr. Und ich sehe nicht mehr. Ah, naja, gut, solange es noch Regen und kein Schnee ist, mag das ja alles so weit schleichen. Solange der uns hier vorne auch nicht auf den Sack geht, ist das soweit auch alles noch verkraftbar. Ach, jo, 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 jo.
Natürlich, bitteschön. Da sind wir dann bei. Ja, das haben Sie gerade, ne? Bitteschön. Sind Eder-Ähnliche, da können Sie eh keine Ansprüche stellen. So. Ganz ehrlich, ich sehe von dem Licht hier kaum etwas. Muss da mal kurz hier in die Einstellung reingehen. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ich will das ein Stückchen heller schalten. Aber noch beeindruckend, wie viel hier am Abend mitfahren wollen. Ah ja, ihr habt ja dieses komische Bier. Da wurde. Was? Da wurde doch was gemacht. Das ist so, so wunderschöne Werbung. Großbereich. Ich sehe nichts auf der Karte. Wo bleibt das Papier? Immer mal schön mit der Ruhe, du Klapser, du Elender. Noch mehr Münzen? Mahlzeit. Großbereich, bitte. Großbereich, Mahlzeit. 2:30 werden es dann bitte. Einmal eins von Großbereich, bitte. Natürlich, Großbereich sind immer noch 2:30. Bitteschön. Ah, ich komme jetzt mal auf die Alt-Taste, Entschuldigung. Gut, jetzt wird's eh nicht mehr. So, jetzt aber. Müssen wir halt warten. Aber wie gesagt, Licht ist an, das kann schon mal keiner sagen. Ist halt bloß noch nicht so. Also würde man gegebenenfalls mehr sehen, aber wir können ja jetzt schlecht mit Fernlicht hier durch die Stadt rammeln. Weil ja bei den Haltestellen gefragt worden ist, warum das so leise ist, es geht nicht lauter. Die sind halt im hinteren Busabteil, also sprich hinter mir, die Ansagen. Und somit hört man die halt dementsprechend auch etwas schlechter als sonst. Ah. Er hupt doch nicht so blöde, ich sehe genauso wenig wie du. Ja, jetzt heult nicht rum hier. Moin. Moin, sieht schon besser aus. Guten Tag. Tag. Ah, das sieht schon eindeutig besser aus, was jetzt die Helligkeit angeht. Nächste Haltestelle. Brankamp. Man hört sich die Haltestellen ja eigentlich auch, aber nicht, wenn man hier das Gas durchtreten tut, den Motor mal etwas einheizt. Dann doch wohl eher weniger. Aber man hört es soweit schon mal. So. Immer schön mit der Ruhe. Wir sind noch vor der roten Ampel zum Stehen gekommen und das ist die Hauptsache. Hallöchen! Ich hätte gerne einmal Gesamtbereich. Da sind wir mal bei 3,70. Bitteschön. Eine Einzelfahrt Gesamtbereich brauchen. 3,70. Danke. Bitteschön. Einmal Nahbereich bitte. Nahbereich bitte. 1,40 bitte. Oh, ihr seid ja auch gut. Bitteschön. Dach. Moin, moin. Moin. Schneller, wir sind gerade pünktlich, wenn ich das auf unserer Maschine hier sehe.
Wäre schön, wenn wir die Pünktlichkeit beibehalten können. Sehr tun kann ich auch, alles geht ding. Zone. Warum denn? Soll ich denn hier 30 fahren? Gebt mir doch mal einen Grund dafür. So. Ja, ach, diese Zugriffsverletzungen sind doch scheiße. Nee, ganz ein bisschen blockieren. So, Mahlzeit, einsteigen bitte. Einmal Großbereich bitte. 2,30. Bitteschön. So. Die Zugriffsverletzungen treten halt einfach so auf. Normalerweise wird da immer irgendwas signalisiert, dass er irgendwas nicht laden konnte. Was genau ist, aber dann immer so die rätselhafte Frage. Wenn es an den Grafikeinstellungen liegt, mag ich auch einfach mal ganz stark zu bezweifeln. Weil ist ja eigentlich alles vorschriftsgemäß installiert worden. Beziehungsweise jetzt vorschriftsgemäß. Installer an und fertig ist die Laube. Da braucht man eigentlich sowas wie Vorschriften nicht, außer drücken sie weiter, aktivieren sie die Lizenzvereinbarung und haben sie Spaß am Produkt. Mehr ist es ja nicht. Ja. Möchte sich die Ampel noch auf gelb bzw. auf grün schalten? Gelb wäre schon mal ein Anfang, grün wäre natürlich noch besser. Da wäre ich ihr sehr dankbar. Und damit wir jetzt hier vorne wieder warten können. Ist schon eine Sauerei, du. Ja gut, dafür haben wir dann hier eine ganze Beute wieder. Alter Schwede, das kann ja jetzt... Nahbereich, so bitteschön. 1,40. 50. Scheiße. Bitteschön. Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich bauen. 3,70. Das ist ein bisschen viel Geld hier. Entschuldigung. Großbereich, bitteschön, 2,30. Bitteschön. Guten Tag. Sagen Sie bitte, dass Sie einen Nahbereich wollen, sonst kann ich damit auch nichts anfangen. Ja, Entschuldigung. Abend. Gesamtbereich, Günther, bitteschön. Der Großbereich ist 3,70. Ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Was habe ich Ihnen gegeben? Tut mir leid. Ah, halt, Stirne. Entschuldigen Sie bitte. Geht es weiter? Ja. Geht es weiter? Ja, es geht weiter. 2,30 wären es bei Ihnen. Bitte. Mein Gott. Bitte schön. Bitte einmal Gesamtbereich. Bitte einmal Gesamtbereich. Bitte schön, 3,70. Nächste Haltestelle.
Nein. Und wer hätte es gedacht? Eine rote Ampel. So, alles in Ordnung bei Ihnen hier hinten, ne? Ja, sieht doch schön aus. Ja. Fenster haben sie Gott sei Dank zugelassen. Ich bin ja fast wie ein bisschen beeindruckt. Ja, bleiben wir mal ganz ruhig, bleiben wir mal ganz ruhig, bleiben wir mal ganz ruhig.